Until the end of this year, our own ready-mix fleet will welcome the first three fully electrical trucks, which will be operated in St. Gallen, in Basel and in Zurich. These trucks are not only the first in our fleet, but they will be the first in the world of this size, because they are 5-axle trucks, and will be the first fully electrically driven ready-mix trucks in Switzerland. So we have a lot of trucks which are operating mostly in the cities, and by bringing the electrical solution, we'll make our transportation greener, cleaner, less noisier, and will bring us a step forward in our in the achievement of our goals. At this moment, we have already contracted three electrical trucks with the engineering company Designwerk from Winterthur, which will convert three Volvo trucks into fully electrical trucks. And in the meantime, they will also coordinate with two of our leading suppliers of ready-mix drums, with Liebherr and with Stetter Avesco, in order to find realistic solutions, good solutions for the electrically driven drums. Until the end of this year, we will not have only the three fully electrical trucks on the road, but we will also gather a lot of experience from these projects which happen in parallel. Ein Verbrennungsmotor ist eine komplett andere Maschine als ein Elektromotor. Ein Verbrennungsmotor nutzt Kraftstoff und eben, wie der Name schon sagt, er verbrennt etwas. Und mit dieser Verbrennung wird mechanische Energie erzeugt. Ein Elektromotor wird aus elektrischer Energie mechanische Energie erzeugt. Beim Elektromotor haben wir für ein Elektrofahrzeug gehört immer auch ein DC-AC-Wandler, ein Inverter dazu, wo es einen Gleichstrom mit der Batterie einen Drehstrom macht und einen elektrischen Motor antreibt. Drehstrom, wie es sagt, macht das Drehfeld, wo dann ein Rotor im Inneren, jetzt sehen wir es noch genauer, zum Drehen bringt. Genau. Prinzipiell hat so ein Elektromotor drei Spulen für drei Phasen. Die werden abwechslungsweise bestromt und die ziehen einen Rotor mit, der entweder ein Magnet hat oder auch anders aufbauen kann sie an diesem Feld entlang. Und das gibt einen Drehbewegung. Betonmischer kann man in zwei Arten aufladen. Wir haben einerseits ein Onboard-Ladegerät auf dem Fahrzeug, wo man eine normale Industriesteckdose einstecken kann. Und dann kann man den über Nacht kann man den wieder aufladen. Und wenn es schneller gehen soll, haben wir auch noch eine sogenannte CCS-Schnittstelle, wo man kann mit Gleichstrom oder einem externen Ladegerät bis zu 170 kW Ladeleistung, das schnell anfängt.